Bevor wir loslegen, dieses Video enthält ein Gewinnspiel. Das heißt, ihr könnt in den Kommentaren mitmachen und etwas gewinnen von diesem Video, weil ich sehr, sehr viel aussortiere, was auch neu ist. Das heißt, ein großes Paket von diesen neuen Produkten werde ich an einen von euch verlosen. Und es läuft auch noch was auf Instagram momentan. Also wenn ihr da mal schauen wollt, wir machen da so einen kleinen Contest. Das ist sehr cool. Also schaut da auch mal vorbei. Die Einnahmen aus diesem Video werden übrigens komplett gespendet. Ich schreibe euch in die Infobox, wohin, weil ich es jetzt gerade noch nicht genau weiß, wo es am dringendsten gebraucht wird, weil es momentan allgemein, glaube ich, eine sehr schwierige Situation ist. Deswegen schaut einfach mal in die Infobox für alle weiteren Infos. Und dann würde ich mal sagen, wir legen direkt los. Leute, das ist nicht okay. Vielleicht bin ich deswegen nicht mehr auf der PR-Liste, weil sie nicht gut war. Das stinkt so abartig. Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal, wer mich nicht kennt. Mein Name ist Ellie. Willkommen in der Familie. Ich sitze hier gerade in einem Zimmer voller Make-up. Bevor wir anfangen, ich weiß, dass es immer so ein bisschen kontrovers ist. Ich mache diesen Job jetzt seit keine Ahnung wie vielen Jahren. Ich bin auf YouTube seit über 10 Jahren. Ich habe mich auf diesem Kanal auch sehr lange sehr spezialisiert auf Reviews. Das heißt, ich musste immer verschiedene Produkte testen, damit ich eben euch sagen kann, ob es gut ist oder schlecht. Es gibt auch natürlich in anderen Bereichen genau solche Review-Channels, die auch haufenweise Dinge kaufen oder eben geschickt bekommen und benutzen. So ist es bei mir halt auch nur mit Make-up. Ich hätte jetzt in meiner persönlichen Sammlung lange nicht so viel, wenn ich kein YouTube machen würde. Also bitte fühlt euch jetzt nicht irgendwie unter Druck gesetzt oder sonst irgendwas. Ihr müsst nicht so eine große Make-up-Sammlung haben. Ich kann euch sogar versichern, ihr wollt nicht so eine große Make-up-Sammlung haben. Ich würde mal sagen, wir räumen heute ordentlich aus, weil ich möchte das nicht mehr so verantworten, wie es jetzt hier ist. Vieles liegt an meinem Job, aber manches liegt auch an mir. Also ich würde mal sagen, wir legen einfach los. Ich werde das in mehrere Teile aufteilen, denn ich glaube, wir werden hier lange sitzen und es ist schon relativ spät. Nico sitzt da hinten. Ich habe zwei große, beziehungsweise drei Kisten hinter mir stehen. Ich werde eine Kiste komplett mit neuen Sachen machen, die komplett neu sind und die ich auch ganz einfach verlosen kann. Und ich werde auch hier noch eine Kiste haben für Sachen, die ich mal benutzt habe, aber die ich eben trotzdem weggeben will. Ich werde erstmal meine Freunde durchgucken lassen, ob die irgendwas haben wollen. An sich will ich lieber neue Sachen weggeben, natürlich auch zu eurer Sicherheit, zu unserer aller Sicherheit. Ist das ein deutscher Satz gewesen? Ja, ne? Das war gut, oder? Das war gut. Auf jeden Fall haben wir sehr viel vor, deswegen würde ich sagen, wir fangen einfach mal irgendwo an. Ich habe hier eine Kiste, die ich ganz gerne zuerst wegräumen würde, und zwar die hier. Das ist eine Kiste voller Sachen, die angebrochen sind, die kaputt sind, die ich irgendwie reparieren wollte und noch nicht repariert habe. Also würde ich mal sagen, wir legen los. Da sehen wir auch gleich mal einen Bäcker-Highlighter und ich frage mich, wo die anderen kaputten sind, weil ich weiß, dass ich noch andere habe und ich habe alles aussortiert in diesem Haus, habe ich gedacht, aber es fehlen trotzdem noch welche. Also vielleicht hat die auch jemand da aus Versehen einsortiert. Ich habe das ja nicht alles alleine sortiert, da wäre ich ja komplett wahnsinnig geworden. Es war ein Bäcker-Highlighter. Also den hier werde ich auf jeden Fall behalten. Champagne Pop ist einfach so ein Klassiker und den muss ich irgendwie pressen. Wobei ich sagen muss, jetzt wo ich drüber nachdenke, der ist mir eigentlich ein bisschen zu dunkel. Es fängt schon an, das erste Produkt in der Hand und ich weiß nicht, was ich tun soll. Champagne Pop kann ich nicht weggeben, der bleibt bei mir. Wir haben hier die Metropolis Palette von Natasha Denona, die auch kaputt ankam. Da sind vier oder fünf Shades, ich weiß es nicht mehr. Das werde ich definitiv behalten und pressen. Dann haben wir hier von Kylie, das wollte ich von Tag 1 pressen, so Highlighter. Da ist einer kaputt gegangen. Ich weiß aber nicht, ob ich die pressen kann, weil das ist so eine Cremetextur. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind die Ich richtig geil. mach das. Du machst das. Ich mach das. Also ich finde die geil. Ich werde die auch behalten. Ich kann mir vorstellen, dass ich die meisten Sachen von hier tatsächlich behalten werde. Ein Anastasia Glow Kit. Wow, Gleam. Ich glaube, das gebe ich weg. Das tat mir gerade echt weh in der Seele. Ich hatte gerade so einen kleinen Herzschmerz. Ich gebe das weg. Die Aurora-Palette komplett zersplittert. Ich packe die mal zu der anderen Palette, weil ich werde die nicht behalten, aber vielleicht kann ich sie reparieren und dann weitergeben. Also deswegen packe ich sie mal da hoch. Die Huda Beauty Sapphire Obsessions Palette hat bei mir leider, ups, leider auch einen Sprung bekommen hier unten. Die werde ich definitiv behalten. Ich mag die sehr gerne. Starlit Glitter Makeup Forever. Das Ding ist, die sind nicht kaputt, aber die sind, ich weiß nicht, die sind rausgebrochen. Also irgendwie so ein bisschen geschrumpft. Sind kleiner als der. Ja, aber die waren nicht von Anfang an so. Auf jeden Fall behalte ich die trotzdem, weil die finde ich toll. Okay, Kylie hat eine kaputte Farbe. Bei den Kylie-Paletten werde ich mich sehr schwer tun. Ich glaube nicht, dass ich meine Kylie-Paletten weggeben werde. Mich musst du nicht angucken. Darf ich sie mal sehen? Ja, die sieht ziemlich basic aus. Die sieht sehr basic aus. Du könntest sofort drei Paletten finden, die du als Ersatz benutzen kannst. Sofort. Das ist eine so schöne Kylie-Palette. Die ist auch basic, aber die ist wunderschön, da ist auch einer gesprungen. Die würde ich auf jeden Fall gerne behalten. Soll ich dann die weggeben, weil ich das nicht gesagt habe bei der? Ja. Ich glaube, ich gebe die weg. Ja, die gibst du weg, obwohl das Orange halt echt geil ist, ne? Ja, die gibst du weg. Wir hatten gute Zeiten und schlechte Zeiten. Da, 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 da.
Okay, ich habe hier noch ein Anastasia Glow Kit, was komplett zersprungen ist. Ich würde das Neupressen aber auch weggeben. Das heißt, ich packe das auch wieder da hoch. Guck mal, die erste Kiste ist leer. So, die kleinste Kiste von allem. Das sind auch die einzigen Lidschatten, die ich euch heute zeigen werde, denn wir werden die Lidschatten separat machen, weil diese Kiste hier drüben, könnt ihr die sehen? Könnt ihr die sehen? Das ist alles voller Lidschatten, das heißt, es wird ein langes Video. Ich habe ein Problem, okay? Lasst mich in Ruhe. Wenn mir eins ist, wird mir, glaube ich, ein bisschen leichter fallen. Und zwar diese Kiste. Das ist alles Puder, könnt ihr das sehen? Ja. Wo ist mein Kylie-Puder eigentlich? Mein Kylie-Puder ist weg. Guck mal, wir sortieren eine Woche lang aus und finden trotzdem nicht alles. Ich fange mal irgendwo an. Ich glaube, das ist sinnvoll. Wir haben hier einmal Urban Decay. Da ist sogar Hitpan. Guck mal, es passiert doch noch in dieser Make-up-Kollektion. Schaut es euch an. Es passiert. Ab und zu passiert sowas. Das Traurige daran ist, ausgerechnet das gibt es nicht mehr. Bald, ich auf jeden Fall. Dann haben wir hier RCMA The Original No Color Powder. Ich mochte das nicht so gerne. Ich habe es halt behalten, weil es ein bisschen so ein Klassiker ist. Ich würde das gerne in so ein Maybe-Pile gerade packen, weil ich erstmal gucken will, wie viel Puder ich benutze. Das heißt, ich stelle es einfach mal neben mich. Becca, das ist eigentlich richtig geil, aber das hat einfach aufgehört, nass zu sein, was eigentlich der Sinn dieses Puders war. Nicht mehr gut. Guck mal, ich habe schon was weggeworfen. Bist du stolz auf mich? MAC, das ist gut, das behalte ich. Natural Mineral Powder von Benecos. Nee, das möchte ich nicht. Wie gesagt, das sind die Giveaway-Boxen hier hinten dran. Das ist nicht weggeschmissen. Ich habe hier einige Setting Powders, weiße. Die würde ich eigentlich alle weggeben, weil ich mag die gar nicht. Aber ich benutze die für FX-Make-up. Das heißt, die sortiere ich später irgendwann, wenn wir einsortieren, richtig, aus. Die packe ich jetzt wieder rein, weil ich die gebrauchen kann. Dann haben wir Manhattan Soft Matte Loose Powder. Das mochte ich immer sehr gerne. Ich habe schon lange nicht mehr benutzt, weil es irgendwie verloren gegangen ist. Aber hier ist es. Ha! Das behalte ich, das mag ich. Ich brauche immer auch verschiedene Puder. Puders. Für verschiedene Arten von Videos, also auch ja, verschiedene Brands, verschiedene Preiskategorien. Deswegen behalte ich auch einiges mehr, als ich behalten würde, wenn es nur um mich gehen würde. Wir haben hier das Chanel Poudre Universal Libre. Das habe ich schon seit 5 Millionen Jahren. Ich mag das auch ganz gern. Da ist immer noch voll viel drin. Ich würde das leer bekommen, glaube ich. Das behalte ich auch noch. Oh, ich sehe schon, ich behalte viel zu viel. Okay, wir haben hier einmal von Tara das Banana Powder. Von denen habe ich mehrere offene. Und ich glaube, dass das alles das Gleiche ist. Deswegen würde ich sagen, ich behalte eins und ganz vorbildlich gebe ich die anderen weg. Das heißt, das hier da rein und das in die Kiste. Ich habe hier noch ein Loose Translucent Powder von ihr, was eine normale Farbe hat, sage ich mal. Das habe ich noch nicht ausprobiert, deswegen behalte ich das auch mal. Das hier benutze ich nie. 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 Juvia's. Oh Gott, ich kann mich gar nicht erinnern, ob das gut war oder nicht. Dem würde ich gerne mal eine zweite Chance geben. Ich habe noch ein Video geplant, dass ich Second Impressions mache. Das kommt bald. La Cura. So schlecht war das nicht, aber ich benutze das nie. Raus. NYX No Filter Finishing Powder. Fand ich gar nicht schlecht, aber benutze ich auch nicht mehr. Und die sind sehr bulky. Deswegen, guck mal. Was passiert? The Body Shop. Clay Powder. Oh, das ist neu. Ich wollte gerade so richtig rein. So, oh. Ehrlich gesagt würde ich das gerne testen, weil ich habe von The Body Shop nicht viel ausprobiert. Das heißt, das behalte ich vielleicht auch noch. Ich kenne die Firma nicht. Es sieht eigentlich ganz süß aus, aber ich benutze keine Translucent Powders. Und ich habe schon genug behalten. Das heißt, weil das auch ganz neu ist, werde ich das einfach mal in den Giveaway packen. Das war auch von irgendeinem Video. OPV Beauty. Nee, ganz ehrlich, hier gibt es welche, die mich viel mehr interessieren. Deswegen packe ich das weg. By Terry. Hyaluronic Hydra Powder. Das hat bei mir so hart nachgedunkelt. Deswegen muss ich das leider weggeben, obwohl es echt eine schöne Textur hat. Vielleicht funktioniert es für jemanden besser. Hier noch eine Tinted-Version, die eine Farbe hat. Vielleicht probiere ich die mal aus. Deswegen packe ich die mir auch noch in meine Box. So, wir haben hier von NYX Illuminator. Ich glaube, das sind sogar Highlighter. Aber ich glaube nicht, dass ich sie benutzen werde. Deswegen packe ich die auch da rein. Urban Decay D-Slick Mattifying Powder. Dem habe ich schon so viele Chancen gegeben. Es funktioniert für mich einfach nicht, deswegen gebe ich es weg. Wir haben hier von Clinique irgendein Puder. Das ist schon so alt, dass ich das weggeben, wegschmeißen werde, weil das ist echt, das ist, glaube ich, auch nicht mehr so viel drin. Ich traue dem nicht mehr. Hier ist ein Blush. Warum ist es hier drin? I don't know. Okay, Friends, ich habe hier 4 Huda Beauty verschiedene Farben Puder. Die brauche ich ganz sicher nicht alle. Ich fand die eigentlich gar nicht schlecht. Ich behalte mal eine Farbe, aber welche? Die eine ist schon dunkler als die andere, aber die andere sieht auch sehr hell aus. Ich bin mir nicht sicher. Ich behalte eher die dunklere, obwohl das voll seltsam ist. Ich bin voll hell. Bevor ich mir alles überlege. Okay, next. Maybelline Super Stay Powder. Pff, nee.
Mistle and Make It Forever. Ach, das war eigentlich ganz süß. Das ist eigentlich voll süß für die Handtasche, weil es so ganz klein ist. Doch, das behalte ich mal noch. Das ist eigentlich echt niedlich. Von H&M in Puder. Ich würde dem gerne nochmal eine zweite Chance geben. Ich habe das nämlich eine Zeit lang benutzt, aber ich kann mich nicht erinnern, wie ich es fand. Maybelline Matte Maker. Das ist auch so ein Kandidat. Das gefällt mir. Wir haben jetzt hier noch zwei von Catrice. Das ist so ein bisschen mein Ersatz für mein Essenspuder, was ich über alles geliebt habe und was ich irgendwie nicht mehr habe. Und ich weiß nicht, ob es das noch gibt oder nicht. Die würde ich als sehr, sehr günstige Drogerie-Alternative auf jeden Fall mal behalten. Vor allen Dingen für Videos und für meine Handtasche. Ja gut, Lacura Compact Powder, was viel zu dunkel ist. Warum soll ich das behalten? Das ist neu, aber will das jemand haben? Weiß ich nicht. Ich pack mal hier rein. Dann haben wir Essence Pure Nude Powder. Oh mein Gott, das mochte ich voll gerne. Das ist viel zu dunkel. Warum besitze ich das? Ellen Beatrix. Oh! Okay, es kommt in den Müll. Ich fühle mich betrayed. Anastasia Beverly Hills Loose Setting Powder. Habe ich für ein Video gekauft. Fand ich jetzt eigentlich nicht so krass. Ich würde das aber auch gerne mal in Erwägung ziehen für Second Impression. Kat Von D, ganz ehrlich, mochte ich nicht so gerne. Kommt raus. The Body Shop. Oh, nee. Das hier fand ich irgendwie sehr dubios. Das ist halt auch wie so ein weißes. Das ist aber auch neu noch. Oh, jetzt habe ich aber den Schwamm angefasst. Upsi. Nichts Gutes. Benefit Hello Happy Velvet Powder Foundation. Sehr nice eigentlich, aber viel zu dunkel. Und noch neu. Aber ich habe hier die richtige Version. Das will ich noch behalten. Ich fand das ganz schön. Ich würde es noch ein bisschen gerne ausprobieren. Aber ich habe das Gefühl, dass das auch wegkommen wird. Weil ich glaube, meine Haut mag das nicht so gerne. Mann, werden nämlich alle roasten, weil ich so viel behalte. Aber ich habe eigentlich richtig viel schon weggegeben. Locket Powder Foundation. Guck mal, wie das aussieht. Zoom mal bitte rein. What the hell happened? Warum ist da mal ein Loch drin? I don't know. Hast du dann mit dem Löffel kurz reingelöffelt? Mal gucken. Und wisst ihr, was ich jetzt machen werde? You're such a saint. Das war ein großer Teil von meiner Puderkollektion gerade. Das hier fand ich ganz süß, aber das ist eigentlich, also das ist kein Blush, es ist so ein Blurring-Puder. Ich werde es nicht benutzen, das ist mir einfach zu viel Arbeit. Okay, wir haben nur noch zwei hier, RCMA. Für FX werde ich das behalten, dann gebe ich das jetzt aber weg, weil, ganz ehrlich, ich schmeiße es weg, weil das ist kaputt. Okay, bye. Meine Puderbox war bis eben wirklich komplett voll. Wir haben den Deckel nicht zubekommen, weißt du es noch, Nico? Ja. Und jetzt sieht es so aus. Oh mein Gott, es geht einfach zu. You shouldn't have done that. I shouldn't have done that. Why did you do that? I don't know. Have a check? Oh my god, kannst du Schrödingers Puder. Ja, sieht alles gut aus. Das ist eigentlich viel zu alt. Ich war jetzt hier eigentlich schon dabei, meine Lippenstifte auszusortieren, aber mir ist aufgefallen, dass es einfach viel zu viel ist. Deswegen werde ich die im nächsten Video aussortieren. Also bleibt gespannt dabei, weil das war emotional jetzt schon. Ich bin noch nicht mal ansatzweise durch. Deswegen würde ich sagen, wir überspringen jetzt die komplette Schublade, die wird jetzt einfach verschwinden. Und dann machen wir weiter. Hi, wir sind zurück. Ich habe gerade meine ganzen Lippenstifte aussortiert. Das kommt nächste Woche. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob es diese Woche noch kommt oder nächste Woche. Aber ihr seht dann, wann es kommt. In ein paar Tagen auf jeden Fall. Mal schauen, wie schnell Nico schneiden kann. Mein momentaner Stand sieht übrigens so aus. Die Kiste ist halb voll. Die Kiste ist so ein Drittel voll, würde ich sagen. Übrigens, meine Hand ist pink, weil wir Lippenstifte aussortiert haben. Wir ignorieren das gekonnt und tun so, als würden wir das nicht sehen, okay? Okay, gut. Prime-on Setting Spray. Seid ihr bereit? Oh Gott. Don't hate me, please. I'm so sorry. I don't know what to say. Wir haben hier den Kat Von D Lock It Primer Hydrating Base. Fand ich immer ganz nett, aber hab viel, viel bessere, deswegen packe ich ihn weg. NYX Angel Veil Primer. Ich würde den gerne nochmal vielleicht für ein Second Impression ausprobieren. Ich glaube, den behalte ich erstmal. Den hier behalte ich. Das ist Guerlain. Die Meteorit Base, den mag ich sehr gerne. Schaut mal, wie viel da raus ist sogar. Obwohl ich 5 Milliarden Primer habe. Essence Fresh and Fit Awake Primer. Ich erinnere mich nicht an ihn, was eigentlich kein gutes Zeichen ist. Ich glaube, den gebe ich weg. Dann haben wir hier Professional Matte Rescue. Ich packe den mal da hoch.
Meine Mama freut sich. Elf Poreless Putty Primer. Ich weiß noch nicht genau, was meine Meinung dazu ist, deswegen behalte ich ihn noch vielleicht für ein Second Impressions Video. Dann habe ich hier den You Better Work Gym Proof Primer. Ist nicht wirklich mein Fall. Photo Finish Foundation Primer von Smashbox. Eigentlich mag ich die Smashbox Primer sehr gerne, aber ich komme irgendwie nie dazu, die zu benutzen. Ich glaube, den probiere ich auch nochmal aus. Maybelline Master Prime Hydrating Base. Den behalte ich mal noch, weil es eine gute Drogerie-Alternative ist. Pro Touch Smoothing Primer von Kiss. Den gebe ich weg. Ich kann mich nicht richtig erinnern, wie ich den fand. Wisst ihr was? Ich sortiere hier mal so ein bisschen aus. Wenn ich irgendwas Interessantes sehe, dann sage ich dir Bescheid. Zwei, die ich definitiv behalten werde. Einmal Professional, der neue. Das ist der Hydrating Face Primer und den mag ich sehr gerne momentan. Bisher finde ich ihn gut. Ich will nur noch keine Empfehlung oder so aussprechen in dem Sinne, weil Primer ist immer so eine Sache. Kylie Primer, liebe. Liebe, liebe, liebe ich. Sehr, sehr, sehr guter Primer, finde ich, für wenn meine Haut sehr trocken ist. Och, wie süß. Das ist eine kleine Version vom Hangover Primer. Die gebe ich auf jeden Fall weg. Ich habe nämlich die normale Version. Entweder hier irgendwo oder in der einen Tasche, die ich anscheinend nicht finde, weil mir ein paar Produkte fehlen. Also den gebe ich auf jeden Fall weg. Zur Verlosung. Huda Beauty Matte Perfection Base war nicht mein Favorit. Ich komme damit irgendwie nicht so gut klar. Das heißt, das kommt weg. Nochmal eine von denen. Mama, you're welcome, I guess. NYX Honey Do Me Up Primer. Der ist mir suspekt. Ich möchte den nicht haben. Dann habe ich hier den Total Control Drop Primer. Den mochte ich nicht so gerne. Das heißt, den packe ich auch weg. NYX Soft Focus Primer. Den behalte ich nicht. Den mag ich voll gerne. Das ist der Pretty Vulgar Detox and Chill Primer. Der riecht ein bisschen seltsam. Den habe ich schon öfter benutzt. Also man sieht schon dieses Dings da. Das heißt schon mal was. Love Perfectitude Mattifying Primer. Hat bei mir irgendwie nichts gemacht. Oh wow, ich habe so viele Fixing Sprays. The Ordinary High Spreadability Fluid Primer. War ich leider kein Fan von. Ist nicht schlecht. Ist auch nicht mein Favorit. Also das packe ich mal weg. Fourth Ray Face Milk. Das habe ich erst einmal ausprobiert. Das müsste ich auf jeden Fall nochmal testen. Ich würde sogar sagen, dass ich die anderen weggebe, weil wer braucht so viele verschiedene Face Milks, obwohl das eigentlich alles das gleiche ist? Ich nicht. Das heißt, die hier minus den, den ich ausprobiert habe, packe ich mal in meine Verlosungsbox. Und den packe ich bei mir in die Box. ASOS Glitter Primer. Nice, behalte ich. Hä? Happy Birthday to you. Hier steht Urban Decay by Skindinavia. Gehört Urban Decay zu Skindinavia? Okay, es ist nicht das gleiche. Es ist auch so ein riesen Ding von voller Setting Spray. Laura, benutze mal Setting Spray, weil ich will wissen, wie du es findest. Du brauchst Setting Spray. Laura hat schon zu viel, das fällt schon um. Okay, meine Beine tun schon langsam sehr weh. Fasali Rose Gold Elixir. Ich schwöre, dieses Zeug. Ich weiß nicht, ob das immer so ist. Bitte, falls ihr das habt, dann sagt mir Bescheid. Aber das stinkt so abartig. Boah, riech mal bitte, Nico. Oh nein, ich möchte nicht. Tu es einfach. Oh, das ist mega gehypt, wo alle damals durchgedreht sind. Ja, drin sind. Und das riecht wie Scheiße. Ich das sogar weiß. Das riecht gurkig. Gurkig? Ja. Das riecht wie vergammelt. Riecht wie vergammelte Gurken. Je nachdem, was ihr mir jetzt sagt, ob das normal ist, dass es so riecht oder nicht, werde ich es verschenken oder wegschmeißen. Weil ich kann mir auch vorstellen, dass es einfach irgendwie schon schlecht ankam, weil das war schon von Anfang an so. Also deswegen, ich bin mir nicht sicher, aber ich werde es auf gar keinen Fall benutzen, weil ich das so unangenehm finde. Schreibt mir mal, ich pack's mal so lange in die Box hier rein. Aber wenn ihr sagt, dass es normalerweise nicht so riecht, dann schmeiße ich es weg. Okay, ich habe hier noch so ein paar von Maybelline. Und zwar Illuminating und Pore Minimizing. Die packe ich weg, weil die fasse ich irgendwie nicht mehr an. Genau wie Huda Beauty Complexion Perfection Pre-Makeup Base benutze ich auch gar nicht. Ich mag die Bases von Huda Beauty einfach echt nicht. Photo Loving Primer Anti-Redness. Nee. Warte mal. Warum habe ich jetzt hier zwei davon? Ist hier... Die hier sieht benutzt aus, weil die hier eigentlich nicht. Außer, dass da jetzt ein bisschen Lippenstift drauf ist von meiner Hand. Aber an sich sieht die nämlich komplett neu aus. Ich glaube, dass das eine ist, die ich noch nicht ausprobiert habe. Dann kann ich die nämlich hier reinpacken. Und dann habe ich ein komplettes Set. Guck mal. Wow, ich krieg's einfach nicht auf die Reihe, das zuzumachen. Guck mal, es ist komplett. Yay. Okay, ich hoffe, dass ich das tatsächlich noch nicht angefasst habe. Wenn, dann habe ich sie nur rausgetropft. Das heißt, ich habe gar keinen Kontakt zu diesem Produkt selbst gehabt. Kiss New York Pro Touch Gold Primer. Was ist mit diesem scheiß Gold in dem Primer? Ich will das nicht. Ich will kein Metall auf dem Gesicht haben die ganze Zeit. Catrice Prime and Fine Pore Refreshing Base. Das hier habe ich noch nicht richtig ausprobiert. Hyaluronic Hydra Primer von By Terry. Das ist eine sehr, sehr schöne Marke. Das heißt, das behalte ich auf jeden Fall mal. Pore Minimizing Face Primer von Kiss. Das gebe ich weg. Komm,
komm, wenn schon, denn schon. Das kann ich wegschmeißen, das ist alt. Okay. Die große Version vom Hangover Primer. Ich kann das nicht brauchen, weil bei mir ist es sowieso schon schwierig, durch Produkte durchzugehen. Deswegen brauche ich keine XXL-Version davon. Und ich habe die normale, auch wenn sie nicht hier liegt, weil sie wahrscheinlich in irgendeiner Tasche drin ist, die ich nicht finde. Deswegen packe ich das zur Verlosung. Ich glaube, das ist richtig geil für die Verlosung, weil ich mag den voll gerne. Viel Spaß, wer auch immer den bekommt. Ich habe hier ein Peach Extract Replenishing Primer und Setting Spray. Das finde ich spannend, wenn ich jetzt hier gerade eine Kiste hätte für Sachen, die ich unbedingt als nächstes testen will, was ich haben werde, definitiv, sonst werde ich behalten. Dann wäre das hier ganz oben mit dabei, also das behalte ich auf jeden Fall auch. Oh, Quick Fix Hydro Charge Complexion Priming Spray. Ich habe gar keinen Unterschied bei dem hier bemerkt, deswegen gebe ich es weg. Vielleicht gefällt es jemand anderem besser als mir. Und ein Shimmer Oil von Anastasia Beverly Hills. Das ist bestimmt schön. Das kann man auch schön hinstellen, so auf den Schrank. Das behalte ich mal. All Nighter und All Nighter Pollution Protection. Ich habe Setting Sprays davon leer gemacht. Das hier ist so gut wie leer. Das muss ich als erstes benutzen, glaube ich. Man könnte sagen, ich habe etwas, was ich immer benutze. Wenn ich die jetzt weggebe, ich weiß, dass ich dieses Produkt tatsächlich benutze und tatsächlich auch durch die Produkte durchgehe und sie leerer werden. Aber ich habe halt auch einfach 4 Full Size, 5 und 2 Travel Size. Das ist zu viel, oder? Das schaffe ich nicht, oder Nico? Warum nicht? Das sind 5 volle Größen. Full-Size Setting Spray. Normalerweise sprüht man es dreimal, du sprühst ungefähr 48 Mal. Ich kann doch einfach die 2, die komplett neu verpackt sind, noch weggeben. Und die anderen, weil ich die schon angefangen habe, die behalte ich, weil ich benutze die halt wirklich unglaublich gerne. Ich mag den Geruch von dem Setting Spray. Nico findet das richtig komisch. Ich habe hier noch Morphe Continuous Mist Setting Spray in 2 verschiedenen Varianten. Ich packe das mal in die Box. Ich bin mir relativ sicher, dass das Neue ist, aber kann sein, dass ich falsch liege. Ich hoffe, es macht euch nichts aus. Das hier behalte ich mal, weil Niki und alle hypen das immer hart zu Tode und ich habe das bewusst noch nicht ausprobiert. Vielleicht habe ich es ausprobiert und ihr wisst besser als ich, aber ich erinnere mich nur daran, dass ich das hier ausprobiert habe. Set and Refresh Mist mit diesem komischen Duft und das finde ich ganz furchtbar, deswegen gebe ich das weg. Aber das hier würde ich gerne noch ausprobieren, deswegen. Make-up Factory Brush Cleaner. Geiles Setting Spray auf jeden Fall. Ich habe eine Primer Base von NYX gefunden. Ich möchte die gerne nochmal testen. Ich habe das Gefühl, die habe ich einfach vernachlässigt. Ich möchte auch gerne Matte Finish und Dewy Finish von NYX behalten. Einfach nur, damit ich eine Drogerie-Alternative zu meinem Setting Spray habe, was ich immer benutze. Love Setting Spray habe ich jetzt nicht so gefeiert, deswegen gebe ich das weg. Essence Keep It Perfect. Oh, das war das mit dem hässlichen Sprühstoß. Nee. Dann kommt gerade schon wieder so ein Puddle auf meiner Hand. Nein, absolut nicht. You Better Work Gym Proof Fixing Spray. Gleiches Problem. Was haben die denn für komische Aufsätze? Art Deco Fixing Spray, auch nicht so meins. Flawless Mist and Fix Berry M. Das ist neu. Kylie Setting Spray. Das riecht halt irgendwie ganz geil, finde ich. Das probiere ich mir noch ein bisschen aus, wer weiß. Dann haben wir hier Dewy Set Setting Spray von Anastasia. Das habe ich auch erst einmal getestet. Das heißt, das hier will ich auch noch ein bisschen weiter testen. Was ist das hier? Revolution and Jake Jamie. Das ist neu. Weg damit. Oh, ist das süß. Guck mal die Verpackung an. Das ist eine kleine Wassermelone. Ich kann die nicht beide behalten und das ist das Einzige, was noch in der Verpackung ist. Aber das finde ich süßer als das. Wisst ihr, wie ich das mache? Ich behalte das jetzt erstmal noch und probiere das erstmal richtig aus. Wenn mir das nämlich gut gefällt, dann kann es ja möglich sein, dass ich ein zweites benutze, weil Urban Decay läuft ja auch so bei mir. Unter Vorbehalt. Und Iconic London Prep and Glow Spray. Das ist ganz geil für den Körper tatsächlich. Das ist eigentlich jetzt nicht so was, was ich mir ins Gesicht sprühen würde. Gerade so, wenn es wieder ein bisschen wärmer wird und wir endlich mal wieder rausgehen können. Das heißt, das behalte ich auch. Und guck mal. Die Kiste war komplett voll. Und das ist Primer und Setting Spray. Das ist nicht nur Setting Spray, okay? Ich hab's geschafft. Es ist nicht schlecht. Weniger als die Hälfte. Okay, Freunde der Sonne, wir kommen zum nächsten. Konturen brauchen. Ja, Bronzer ist hier vorne. Das ist Blush. My bad. Amateur. Bronzer und Kontur. Let's go. Ich will mal nur ganz vorsichtig kippen.
Okay, let's try this. NYX Contour Kit habe ich 20-fach. Das heißt, das kann ich weggeben. Technik, Color, irgendwas, Cream, bla bla bla. Benutze ich gar nicht. Und ich glaube, das brauche ich nicht. Highlight und Contour Palette von Morphe. Habe ich noch nicht ausgepackt. Sieht ja schon ganz sexy aus. Contour Kit von Anastasia Beverly Hills sieht so hart mitgenommen aus. Schaut euch das mal an. Das ist echt ein Trauerspiel. Das Ding ist, es liegt die ganze Zeit nur in meiner Schublade oder wird einmal benutzt. Aber es war nicht mal auf Travel großartig dabei. Es war nichts. Und ich weiß nicht, wie das passiert. Vielleicht. Ich will es mal auf vielleicht setzen. Ich habe hier eine von BH Cosmetics, die ich gekauft habe wegen Raw Beauty Christie. Benutze ich aber irgendwie nie. Das ist voll schade, weil eigentlich sollte die ganz gut sein. Deswegen packe ich die hier rein. Shade and Light Contour Palette. Die behalte ich jetzt erstmal noch. Essence Strobing and Contouring Palette. Das hat Creme-Zeug. Uma Cosmetics. Weil das fühlt sich irgendwie voll geil an. Das ist so ein Creme-Blush, was sich irgendwie geil anfühlt. Vielleicht NYX Cream and Highlight Contour irgendwas Palette. Ich mag keine Creme-Contour, okay? Obwohl ich die andere gerade dahin gelegt habe. Ich mag sie eigentlich nicht. Die NYX Contour Palette, die werde ich behalten. Das ist einfach so ein Klassiker. Und wenn ich die benutze, dann haben die sehr viele von euch auch zu Hause. Das heißt, das ist immer gut zu haben. Ich habe die hier noch, die Naked Skin Shapeshifter von Urban Decay. Die hat hier auch noch so eine Creme-Seite, die ich einfach kein einziges Mal benutzt habe. Kein einziges Mal. Aber dafür habe ich die andere Seite oft benutzt. Ich behalte die mal oder mache sie mal auf mein Maybe. Aber eigentlich gefällt die mir sehr gut. Wahrscheinlich werde ich die behalten. Ich habe hier Boutique, das Contour Kit. Das werde ich definitiv behalten, weil das hier ist eine richtig geile Farbe für Freckles. Und das auch. Und das auch. BH Cosmetics Forever Nude. Die habe ich in meinem Leben irgendwie gefühlt noch nie benutzt. The Contourious von Love Cosmetics. Diese scheiß Creme-Produkte überall. Ich finde den Blush sehr schön. Also wirklich sehr, sehr schön. Das ist ein richtiges Peach. Oh mein Gott, das ist hübsch. Vielleicht. Wir haben hier Khaki von Kylie. Der gefällt mir sehr gut. Das habe ich euch auch schon erzählt. Das ist ein Bronzer. Dann haben wir Contour and Powder Kit Medium to Tan von Anastasia. Viel zu dunkel für mich. Gebe ich auf jeden Fall weg. Ist auch noch brandneu. Cream Contour Kit von Anastasia Beverly Hills. Ich mag das einfach nicht mehr. Ich habe aber das Gefühl, ich habe es einfach nur benutzt, weil es Anastasia war und ich es cool fand. Mm-mm. Mm-mm. Dann haben sie sich von der PR-Liste runtergenommen. Ja, genau. Und jetzt schmeiße ich es weg. Ich habe hier einen Sculpt and Highlighting Stick von NYX. Werde ich wahrscheinlich niemals benutzen. Ich habe hier auch noch einen Wonder Stick von NYX. Den würde ich eigentlich gerne behalten, weil ich dem Ganzen nicht diesen normalen Creme-Konturen, sondern diesen Sticks nochmal eine Chance geben möchte. Auch dem Fenty Beauty Stick. Den beiden hier möchte ich gerne nochmal eine Chance geben. Das sind so unterschiedliche Farben. Iconic. Das ist auch so ein Stick, aber eher ein Bronzer. Contour Wand. Das hat mir Hattie mal empfohlen in einem Video. Irgendwie bin ich damit nie warm geworden. Ich möchte es gerne vielleicht nochmal probieren. Vielleicht Second Impressions. Und wenn es dann immer noch nicht klickt, dann ist es raus. Bronzing Stick von Essence. Fast die gleiche Farbe wie der von Iconic, den ich gerade weggegeben habe. Aber soll ich ihn behalten und es nochmal ausprobieren? Soll ich mal so ein Full-Face-Creme-Produkte machen? Ew, das ist schon ekelhaft an. Aber es würde gehen. Wenn er mir dann nicht gefällt, dann kommt er auch raus. Hier habe ich den tatsächlich richtigen Sculpt and Highlight von NYX. Das ist eigentlich eine sehr schöne Farbe. Das hat mir auch immer gut gefallen. Deswegen probiere ich den auch nochmal aus. Aber wer weiß, ob es mir gefallen wird oder nicht. Beauty Woman Contouring Set. Das kann raus. Contour Kit von Kiss Makeup. Das war eigentlich echt schön. Ich habe so viele. Revolution. Ach, wie süß. Ich habe das früher immer zum Konturieren benutzt. Das ist NYX Taupe. Das ist schon richtig krisselig. Das ist so alt. Das muss weg. Aber das war immer ganz cool. Das war eine schöne Zeit. Das ist eine Palette von Benefit, die super süß aussieht. Und ich habe aber alle von denen auch einzeln. Das heißt, das gebe ich weg. Das ist eine richtig schöne Idee zum Weggeben, glaube ich. Jetzt haben wir hier haufenweise Bronzer. Ich habe NARS Laguna und ich habe NARS Seaside. Ich werde Seaside weggeben und Laguna erstmal behalten, einfach auch, weil es so ein Klassiker ist. H&M. Ich würde den gerne mal ausprobieren, weil den habe ich so lange schon nicht mehr getestet. Ich mache den auch mal auf meinen Maybe. Sollte es die noch geben, dann werde ich die behalten. Also einen davon zumindest. Aber das guckt Nico jetzt gleich mal nach. Wir haben hier noch einen Contour Stick von Miss Lynn. Ich habe schon den von NYX behalten. Und das ist auch noch cruelty free. Deswegen behalte ich eher den jetzt erstmal. Dann habe ich hier Sun Club von Essence. Ich habe hier einen von so einer LE. Den finde ich richtig cool. Aber ich werde den weggeben. Einfach weil ich den Sun Club behalten werde, weil es den noch gibt. Als Drogerie-Alternative und dann gebe ich die zwei weg, weil die sind fast identisch. Ich habe hier noch einen von Maybelline, einen City Bronzer, der sehr, sehr hell ist, was mir sehr gut gefällt. Deswegen werde ich den wahrscheinlich auch behalten. Ich habe hier noch 5000 andere Farben von denen. Ich weiß nicht, warum die alle aufgeschnitten sind, aber die waren alle noch zu. Ja, den brauche ich nicht. Ich finde es cool, dass der eine so extrem hell ist, deswegen behalte ich den. Dann haben wir den hier von BH. Das ist dunkler, das behalte ich nicht, weil das brauche ich nicht. Den hier behalte ich, glaube ich, erstmal. Der hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Freedom Bronze Professional brauche ich nicht. Das nimmt nur sehr viel Platz in meiner Sammlung weg. Dann haben wir U-Star Bronzing. Das ist so eine süße Verpackung. Aber es ist einfach so bulky und ich benutze es gar nicht. Deswegen gebe ich den auch weg.
Schaut euch das mal an. Dream Sun von Maybelline. Ist komplett rausgebrochen mal wieder. Irgendwie hat Maybelline heute was mit mir, ne? Die Lippenstifte, dann das Puder, was komplett rausgebrochen ist. Und das ist auch komplett rausgebrochen. Also Maybelline, ich weiß nicht, was euer Problem ist. Warum mögt ihr mich nicht? Ich bin sauer auf den, deswegen gebe ich den weg. Ich bin nicht sicher, ob das ein Puder oder ein Bronzer sein soll, weil eigentlich sieht es aus wie ein Bronzer, aber wenn man es aufträgt, eher wie ein Puder und hier steht Mosaic Compact Powder. Verstehe ich nicht, deswegen gebe ich es weg. An irgendwas muss ich es festlegen, okay? Trend it up. Nee, viel zu dunkel. Das ist der Hattie Bronzer, den finde ich sehr schön, den behalte ich auf jeden Fall. Der andere von Love, der ist zu warm. Beach Please ist auch ein bisschen zu warm für mich momentan. Beach Bronzer von Urban Decay. Oh mein Gott, ich wünschte, der wäre nicht so warm, weil der sieht so geil aus. Schaut mal die Verpackung an. So schön, aber ganz ehrlich, das ist einfach nicht meine Farbe. Oh, Too Faced Gingerbread, der Spicy Bronzer. Ich will ihn nicht dreckig machen, deswegen... Okay. Oh, Baby! Gingerbread Man. Ich sehe aber schon, dass der halt viel zu dunkel für mich ist. Deswegen gebe ich den definitiv weg. Die ganze Kollektion war zuckersüß. Nehmen wir so einen Fake Hoola. Der ist zu dunkel für mich. Ich habe Hoola und Hoola Light. Ich habe aber mehrere Hoolas. Der ist neu und der hier ist... Hit the pan! Aber da ist noch viel drin und ich benutze eher Hoola Light. Deswegen werde ich den neuen trotzdem weggeben. Ich habe den behalten, weil ich wusste, dass der andere am Boden ist. Aber ganz ehrlich, ihr seht, was hier passiert. Hier ist noch ein Bronzer von Miss Lynn. Der ist eigentlich sehr schön von der Farbe her. Vielleicht. Catrice Sunglow. Warte mal, der ist noch neu. Ich fasse es nicht an. Pretty Vulgar Bronzer, der ist auch sehr schön. Ihr seht schon, die nicht so ganz krass warm sind, sind eher so meine Favorites. Also der hier ist auch eher so ein bisschen gelblicher als rötlicher. Funktioniert bei mir meistens besser. Dann haben wir hier den hier. Und der ist eigentlich auch ein bisschen warm für mich. Aber wenn man die mischt, dann geht's. Und den kann ich nicht weggeben, obwohl ich ihn eigentlich kaum benutze. Aber einfach, weil, schaut euch mal diese Verpackung an. Wenn ich noch Platz in meiner Make-up-Sammlung habe, so lange werde ich den hier auch in meine Make-up-Sammlung lassen, weil der ist wunderschön. Ich finde das Design großartig, deswegen behalte ich den auf jeden Fall. Doll, Gimme Sun. Habe ich auch für irgendein Video gekauft, ist aber leider auch ein bisschen warm für mich. Das heißt, da muss ich auch viel zu viel aufpassen. Ist mir irgendwie the hassle nicht wert gerade. Dann habe ich Rosewood and Tawny von Anastasia Beverly Hills. Ich glaube, ich behalte den hier. Das ist die Farbe Rosewood und ich gebe Tawny weg, was ich eigentlich nicht erwartet hätte. Aber der sieht irgendwie besser aus auf mir. Deswegen kommt der andere weg. Okay, ich habe hier Make-up Factory. Sieht eigentlich sogar neu aus. Aber ich glaube, das habe ich für ein Video gekauft. Das heißt, ich muss es mindestens einmal ausprobiert haben. Das heißt, es kommt hier rein, weil ich brauche es nicht. Und der Too Faced Milk Chocolate Soleil Bronzer. Den behalte ich auch noch, weil so viel habe ich jetzt nicht behalten. Ich glaube, ich kann es mir leisten, den noch zu behalten. Weil ich finde auch die Verpackung süß und dass er so gut riecht. Der bleibt auch da. Okay, mein Maybe Pile. Ich möchte den hier gerne behalten, auch wenn es ein bisschen bulky ist. Weil das auch so eine Marke ist mit MAC zusammen, die so meine Make-up-Liebe entfacht haben. Deswegen, der bleibt bei mir. Der hier, ganz ehrlich, nein. Ganz ehrlich, nein. Das Blush ist halt schon wunderschön. Komm, den behalte ich noch. Und dann mache ich aber dafür, dass das hier sogar weg, okay? Anastasia Contour Kit kommt weg. Oh mein Gott. Ich konnte die Kiste vorhin nicht halten. Nico. Nicht schlecht. Seid ihr schon stolz auf mich? Ich bin schon ein bisschen stolz auf mich, okay? Sollen wir Foundation machen? Sollen wir Foundation machen? Oder sollen wir erst Blush machen, weil es da oben liegt? Lass Blush machen, dass es auf dem Weg ist. Okay. Mhm. Leute, das ist nicht okay. Warm Master Blush Palette. Die habe ich noch nicht ausgepackt. Packen wir sie doch mal zusammen aus. Okay. Hübsch. Ganz ehrlich, nicht so überzeugend, dass ich sie behalten muss. Deswegen, irgendjemand freut sich darüber. Pink Spectrum Palette. Schon sehr süß. Ich mache das mal auf meinen vielleicht. Root Cosmetics Blush Palette. Die Farben sehen schon schön aus. Ich habe von denen gefühlt gar nichts. Da bin ich mir auch noch nicht ganz sicher. Cheek Stars Reunion Tour von Benefit. Oh, da sind neue Shades drin. Oh, das ist ja wirklich schön. Jetzt bin ich sehr hin und her gerissen. Lasse ich mich jetzt von meiner Gier übertrumpfen oder gebe ich es weg? Wer weiß. Schalte nächstes Mal wieder ein. Nein, Spaß. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Ich tue jetzt was mir tatsächlich ein bisschen wehtut, weil die finde ich wirklich, wirklich schön. Aber ich habe genug von Benefit, dass ich ohne die auf jeden Fall auskomme. Ich gebe es weg.
tut ein bisschen weh, aber ist okay. Essence Get Cheeky Palette. Sehr süß, aber gibt's die noch? Ich glaube nicht. Meine Nase, ich angucken. Ich habe hier die Urban Decay Gwen Stefani Palette. Die fand ich so toll. Und da ist ein Haar drin von meinem Hund. Ich greife dazu nie und ich habe das Gefühl, das ist super schade, weil die ist wirklich schön. Deswegen gebe ich die schweren Herzen tatsächlich weg. Oh, Anastasia Beverly Hills Blush Kit. Die mag ich voll gerne. Ich weiß nicht, warum es die nicht mehr gibt. Ich wünsche, die gäbe es noch, weil das behalte ich auf jeden Fall. Blush Trio von Anastasia. Sehr seltsame Farben, oder? Das hier ist eins, was ich schon lange hier liegen habe und einfach nie benutzt habe. Deswegen gebe ich es weg. Dann habe ich hier Cocktail Party Blush Trio. Mag es einfach nicht so gerne. Nee. Nee. Mm-mm. Mein Tarte Blush gebe ich auf gar keinen Fall weg. Das ist relativ neu. Dann habe ich hier eine NARS Palette, die auch relativ neu ist. Das ist sehr, sehr hell, aber möchte ich auf jeden Fall noch ausprobieren, weil die habe ich noch nicht wirklich getestet. Ich habe von der hier irgendwie zwei, ich weiß nicht warum. Deswegen gebe ich eine weg und eine behalte ich, weil die mag ich sehr gerne. Die von NYX, noch eine NARS Blush Palette. Sieht halt schon geil aus, ne? Problem ist halt einfach nur, bei der Farbe hier, die ich am coolsten finde, ist einfach die Farbabgabe so schwach. Die würde ich auch gerne nochmal testen, bevor ich sie weggebe, weil eigentlich finde ich die voll schön, aber irgendwie kriege ich sie nicht zum Funktionieren. Deswegen mal gucken. Dann haben wir hier Blushing in Bali Palette von BH. Ich habe gerade ein Paket bekommen mit so geilen Blush Paletten von BH. Deswegen gebe ich die weg, weil die habe ich noch nicht ausprobiert. Und dann nehme ich lieber die neueren, die jetzt rausgekommen sind und zeige euch was Neues. Hahaha, ich habe meinen Kylie Setting Puder gefunden. Also das hier ist Crush von Kylie. Das behalte ich auf jeden Fall. Ich liebe das Ding. Meine MAC Blushes. Krass, ich habe einfach nur noch zwei MAC Blushes. Ich hatte so viele. Also früher, bevor ich jemals aussortiert habe. Ich habe hier NARS Amour. Das ist einfach nicht meine Farbe. Das ist sehr pink. Deswegen gebe ich das weg. Ein Sleek Blush Kit, das gebe ich auf gar keinen Fall weg. Das ist so richtig Koralle und Orange. Peach finde ich voll geil. Nochmal ein viel zu dunkles Blush Kit, was ich einmal versucht habe zu benutzen, das einfach nicht funktioniert hat. Sleek Suede, das ist eins meiner Lieblingsblushes. Das ist so eine... So eine schöne Blushfarbe. Also wirklich wunderschön. Ich liebe Sleek Suede. Bleibt definitiv bei mir. Genau wie Flamingo. Den habe ich letztens an meiner Mutter benutzt, tatsächlich. Und ihr werdet überrascht sein, wie der aussieht. Denn wenn man den richtig aufträgt, sieht der richtig hübsch aus. Und wirklich tragbar. Und das überrascht mich jedes Mal wieder. Man kann den auch so übertrieben auftragen, was für mich perfekt ist für solche Looks, wo ich so richtig all in gehe. Deswegen behalte ich den. Ich habe hier ein paar NYX Blushes. Ich habe einen, das ist so ein richtiges Rot und das will ich auf jeden Fall behalten, weil ich besitze sowas sonst nicht. Und gerade für die Halloween-Zeit und so und für Karneval und sonst was, wenn ich irgendwelche extravaganten Looks mache, ist das sehr gut zu haben. Duo Cushion Matte Blusher. Absolut nicht. Ich kann damit gar nichts anfangen. Cupid Kiss Cheek and Lip Tint. Benutze ich nie. Nie. Oh. Treat Me Sweet Powder Blush. Das ist sehr süß von Miss Lynn. Das behalte ich. Das ist wirklich hübsch. Das hier ist einfach so ein ultra heftiges Pink von NYX. Das werde ich auf jeden Fall auch behalten. Genau aus dem gleichen Grund, wieso ich das Rote behalten habe. Aber ich werde alle anderen weggeben. Oh, das ist kaputt. Was machst du denn? Warum bist du kaputt? Packe ich zu meinen kaputten Sachen, die ich weitergebe. Alle anderen gebe ich weg, weil einfach die Zeit ist einfach gekommen. Dann habe ich hier nochmal ein Blush-Trio, aber das ist tatsächlich ein bisschen benutzbarer. Deswegen, das werde ich behalten. Die Colourpop Blushes. Die würde ich sehr gerne behalten. Ich mag die nämlich tatsächlich. Bei Blush tue ich mich ein bisschen schwerer, kann das sein? Ja, aber ich weiß nicht, warum gerade bei Blush. Das hier ist so schön. Absolut unter gar keinen Umständen gebe ich das ab. Das war von Too Faced. Ich habe hier Modern Mandarin von MAC, was ich sehr selten benutze, aber es ist halt eins der einzigen orangenen Blushes, die ich habe. Deswegen werde ich das behalten. Oh, meine Beine tun so weh. Oh mein Gott, die Verpackung. Ich heule. Too Faced reißt halt wirklich ab, was Verpackungen angeht. Aber das sind halt leider Farben, die für mich komplett raus sind. Oh mein Gott, das ist aber so hübsch. Boah, das tut mir jetzt echt ein bisschen leid, dass mir die Farbe halt einfach nicht passt. Ich glaube, wenn du so ein bisschen dunkler bist als ich, dann könnte das so richtig schön aussehen. Ich? Allgemein gesprochen, wenn jemand dunkler ist als ich. Ich glaube, darüber freut sich irgendjemand ganz extrem und ich weiß auch schon, glaube ich, wer. Ich habe hier eins von Pretty Vulgar, was ich sehr gerne mag. Das ist eine sehr schöne Farbe. California. Ich muss das behalten. Georgia würde ich auch gerne behalten. Die Benefit Blushes, die habe ich gerade erst neu bekommen. Deswegen absolut unter gar keinen Umständen gebe ich die ab. Ich habe hier noch eine Palette und die hat mir nicht so gefallen. Deswegen werde ich die abgeben. Da gefällt es vielleicht auch Laura oder so. Ganz ehrlich, das könnte wirklich was für Laura sein. Ich packe das mal hier rüber. Nee, das ist aber auch eher ein Bronzer. Das ist super niedlich. Ich brauche irgendwas, wo ich direkt sehe, was für eine Farbe ich benutze, weil ich sonst durcheinander komme mit meinen 5000 Sachen. Deswegen gebe ich das ab. Hey Cheeks von Essence.
voll die süße Palette. Allerdings ist es mir einfach zu klein. Also ich hasse es, in so mini kleine Pfännchen, deswegen mag ich die Anastasia-Dinge auch nicht, so reinzugehen. Deswegen kommt die raus. Wow, ich habe einfach drei von denen und ich habe die alle drei benutzt. Was geht bei dir denn? Ich weiß es nicht. Was ist falsch mit mir? MAC Nico Panda. Cute. Ich glaube, das habe ich nie benutzt. Ich bin nicht hundertprozentig sicher. Deswegen werde ich es in meine andere Box packen. Aber mega süß. Ich benutze es halt leider nicht. Deswegen gebe ich es ab. Aber es ist wirklich, wirklich süß. Also ich glaube, da freut sich auf jeden Fall irgendjemand drüber. Dann habe ich hier noch von Zu Eva eine Palette. Das ist mir einfach zu pink. Rockateur von Benefit. Das behalte ich auch. Mini Gold Rush. Sehr süß. Behalte ich auch erstmal. Meine Benefit Blushes, die möchte ich gerne behalten. Oh, ich habe noch Rockateur in Mini. Aber die sind leider beide benutzt. Das heißt, ich gebe den Mini weg. Wahrscheinlich an Laura oder so. Laura, ganz ehrlich. Vielleicht willst du ihn ja haben. Ansonsten gucken wir mal, wer. Ich schätze, alle deine Fans würden so gerne Laura sein. Wahrscheinlich. Colourpop, My Perch. Das müssten Blush Sticks sein. Und ich, oh ja. Freue mich momentan über Blush Sticks, weil ich ja versuche, mich anzufreunden mit der Idee. Also eigentlich läuft es ganz gut mit uns, mit Blush Sticks und mir. Hier habe ich doch einen. Es ist so schön. Boah, das ist einfach so satisfying, wenn außen so ähnlich aussieht wie innen. Ja, das ist wirklich schön. Das behalte ich auf jeden Fall. Okay. Ich fühle es. Das ist auch ein wunderschönes Blush von Miss Lynn, was ich zweimal habe. Und das ist neu. Und das nicht. Essence The Blush. Nee, ist eine wirklich schöne Farbe. Aber ganz ehrlich, ich glaube, das gebe ich weg. Das hier aber nicht. Das Satin Blush, das finde ich ganz toll von Essence. Und das Mosaik Blush, das gebe ich auch nicht weg. Finde ich auch sehr, sehr schön. Das hier ist einfach das erste Blush, was ich jemals besessen habe. Könnt ihr das glauben? Clinique Bashful Blush. Ich habe das gerade erst letztens irgendwann mal benutzt. Deswegen behalte ich das mal noch auch aus Sentimental Value, weil es einfach mein erstes Blush war, an das ich mich erinnern kann, das ich jemals hatte. Deswegen, das bleibt bei mir. Ich habe hier noch so einen Stick von Maybelline, aber das werde ich im Leben nicht benutzen. Dann habe ich hier noch von Essence. Das ist auch komplett neu. Matte Touch Blush. Oh mein Gott, die waren so gut. Gibt es die noch? Satin Blush, die werde ich nicht abgeben. Von H&M. Ja, die Farbe gefällt mir jetzt eben gerade nicht mehr so gut. Bei Terry. Wow, okay, das ist super schön. Das werde ich abgeben. Gerade weil es so schön ist, gebe ich es ab. Oh, what a saint. Oh, ich habe meinen Color-Changing Blush gefunden. Und es funktioniert auch noch. Aber es ist voll seltsam. Das hat mir nicht gefallen irgendwie. Vor allem auf Dauer. Ich weiß nicht mehr, was ich in dem Video gesagt habe dazu. Aber das hatte trotzdem irgendwie so einen Grauschleier. Ganz ehrlich. Ich habe hier zwei kleine Pigmente. Catrice Defining Blush. Das ist auch ein altes von mir. Eigentlich sollte ich es aussortieren, aber ich finde es echt schön. Deswegen behalte ich es. Essence Blush Up. Muss nicht unbedingt sein. Ist mir ein bisschen zu grell gerade. Dann habe ich hier Make-Up Factory. Das ist eine sehr schöne Farbe. Das finde ich schön, das behalte ich. Maybelline Fit Me, eine sehr, sehr hübsche Farbe. Ich glaube, ich behalte aber nur den hier, das ist so Koralleton, den pinken, den gebe ich ab. Und dann habe ich hier zwei kleine Lolli Tint und Posy Tint von Benefit. Die gebe ich auch ab, weil ich werde sie nicht benutzen. Und dann habe ich jetzt hier nur noch die zwei. Einmal Zu Eva Pink Spectrum. Ich glaube, die behalte ich jetzt, weil ich fast nichts in der Farbe mehr behalten habe. Und Root Cosmetics, ganz ehrlich, die behalte ich auch, weil das ist immer noch halb leer, okay? Ich bin damit zufrieden erstmal. Ich hoffe, dass ihr mir das verzeihen könnt, dass ich doch noch ein bisschen was behalten habe. Next. Foundation. Was ist das denn? Das ist eine Foundation. Die hat nicht reingepasst. Yo. Foundation Sticks. Komplett neu, brauche ich nicht. Total Control Drop Foundation. Nein, nein. Das hier habe ich für ein Video gekauft. Das ist so eine Color Changing Foundation. Die behalte ich, weil Content. So passiert sowas. Ich kriege tausendfach Sachen geschickt von euch, die ich testen soll. Dann kaufe ich sie, teste sie einmal, mag sie nicht und dann liegen sie rum. Okay, was haben wir hier noch? Make-up Forever Ultra HD Foundation habe ich Ewigkeiten nicht mehr benutzt. Ewigkeiten. Mochte ich eine Zeit lang ganz gerne, aber dann habe ich sie irgendwie komplett liegen lassen. Ehrlich gesagt würde ich die gerne für Second Impressions oder sowas aufbewahren, aber ich überlege es mir noch, ich packe die mal hier hin. Das wird jetzt ein ganz, ganz, ganz dramatischer Moment in diesem Video. Die Essence Pure Nude Foundation. Wir sind so. Und Essence hat sie mir weggenommen. Vor Jahren schon. Frechheit. Seitdem halte ich sie mir ganz nah. Aber das ist halt leider schon 4 Jahre her oder so. Das tut mir richtig weh jetzt. Weil das war meine Go-To-Ride-or-Die-Foundation. Und sie haben sie einfach discontinued. Und die sind fast alle auch fast leer. Und ich bin so traurig, aber ich gebe sie jetzt da weg. Und dann denke ich hoffentlich nie wieder drüber nach, wie Essence mir mein Herz gebrochen hat. Hier ist noch eine. Weil gerade wenn ich denke, dass ich es überstanden habe.
scheiße. Ich habe leider Gottes so viele Foundations, weil mir oft welche in verschiedenen Farben geschickt werden. Das ist immer super ätzend, weil die eigentlich sehr gut aussieht. Okay, ich möchte die von Benefit unbedingt ausprobieren, weil die mich sehr interessiert. Das heißt, die werde ich behalten. Die Dreier kann ich definitiv weggeben, weil die wird zu dunkel sein. Aber die hier und die erste, die hier irgendwo noch liegt. Kein Fan von Dreiern. Da kannst du nicht mitreden, gell? BH Cosmetics Liquid Foundation habe ich in 2 Milliarden Farben, die alle definitiv nicht passen. Deswegen packe ich die alle mal weg hier. Kann ich nicht mal hinsetzen, so viele Foundations sind das. Oh, ein Primer, Fenty Beauty. Den mag ich eigentlich ganz gerne. Laura Mercier Tinted Moisturizer. Das ist auch schon so alt und irgendwie hat es für mich nie funktioniert, obwohl es jeder ganz toll fand. Und ich frage mich, ob es heutzutage für mich funktionieren würde. Ich würde es gerne nochmal ausprobieren, bevor ich sie endgültig dem Tode weihe. Die hier nicht so gut wie die andere Essence Foundation, aber sehr schön. Das ist momentan meine Lieblingsfoundation, die ist in meiner Schminktasche sogar. Die werde ich nicht weggeben, die werde ich behalten, definitiv. Die hier ist uralt, das ist fast nichts mehr drin. Das ist von MAC, so eine ganz alte Foundation. Wir haben hier die Total Control Drop Foundation, eine ganz helle, die werde ich behalten für FX. Kiss Pro Touch Liquid Foundation. Greife ich nie dazu. Ich glaube, ich sollte sie weggeben. Ich habe hier noch welche, die komplett zu sind. Ich gebe die weg. Komm, wir sind da jetzt mal knallhart. Die Fenty Beauty Foundation. War eine Zeit lang meine absolute Lieblingsfoundation. Dann hat meine Haut sich ein bisschen geändert und jetzt geht's gar nicht mehr. Also überhaupt nicht, deswegen. Goodbye, my almost lover. I'm so hungry. It's 2 a.m. I wanna eat. Ich habe hier verschiedene Foundations von Zoeva. Ich weiß leider nicht, was meine Farbe ist, weil ich es nicht getestet habe. Aber die möchte ich unbedingt noch ausprobieren, weil ich gehört habe, dass sie sehr, sehr gut sein soll. Ich bin einfach zu blöd, um wieder rauszukommen. Bis dahin bleiben die auch mal hier und kommen dann in meine Testreihe. Nude Blend Foundation von P2. Mochte ich eigentlich ganz gerne, aber benutze ich nicht mehr. Love Cosmetics Foundation benutze ich auch nicht mehr. Revlon Photo Ready Airbrush ist neu. Nee, ist nicht neu, aber benutze ich auch nicht mehr. Dann habe ich hier eine von Shiseido, die ich für ein Video mal gekauft habe, die gar nicht so schlecht war, aber ich benutze sie auch nicht. Wet n Wild Photo Focus Foundation, weiß ich noch nicht. Total Control Drop Foundation, die normale Farbe, brauche ich nicht. Ich fand die hier sehr spannend. Ich würde die gerne nochmal testen. Deswegen packe ich die mir hier rein. Die andere Farbe davon packe ich mir auf jeden Fall nicht da rein, sondern gebe die weg. Drop Foundation. Viel zu dunkle Foundation. Viel zu dunkle Drop Foundation. Das ist, glaube ich, so ein Tinted Moisturizer. Habe ich noch nicht ausprobiert. Packe ich mir auch noch in meine Probiere ich mal aus Box. Dann haben wir hier Benefit. Oh wow, das ist einfach viel zu dunkel. Okay, das ist zu dunkel. Fucking Dream Matte Mousse Make-up. Im Leben behalte ich die nicht. Ganz ehrlich, die kann ich wegschmeißen. Die wird niemand haben wollen. Juvia's Place. Sehr High Coverage. Weiß ich noch nicht. Oh je, ich wollte eigentlich so richtig streng sein, aber irgendwie funktioniert es nicht so ganz. Den packe ich weg, den brauche ich nicht. Und den hier packe ich hier rein. Und das hier. Ich mag die Stick Foundations nicht von Anastasia. So viel dazu. Bin eh nicht mehr auf der PR-Liste. Spaß, ich habe es auch vorher schon gesagt, dass ich die scheiße finde. Vielleicht bin ich deswegen nicht mehr auf der PR-Liste, weil ich sie nicht gut fand. Luminous Silk Foundation. Ultra teuer, aber viel zu hell. Vielleicht kann ich die mal mischen und gucken, ob sie dann funktioniert. Das ist auch so ein Kandidat, da weiß ich noch nicht so genau, was ich damit machen will. Die LC Foundation, die werde ich auf jeden Fall behalten. Die mag ich sehr, sehr gerne. NYX Can't Stop, Won't Stop hat für mich nicht funktioniert. Deswegen, auf Dauer gesehen, war das leider nix. Die hier von Maybelline, die jeder kennt, ist leider auch nichts für meine Haut. Leider, leider. Tarte Shape Tape. Ich möchte die einfach alleine schon wegen dem ganzen Skandal behalten, weil ich das lustig finde, dass ich die habe. Weil die gibt es auch so nicht mehr. Die Naked Skin Foundation, die habe ich eine ganze Weile eigentlich täglich benutzt. Ich weiß gar nicht, warum ich aufgehört habe. Ich glaube, weil ich die Anastasia Foundation angefangen habe auszuprobieren. Dann habe ich wieder so ein bisschen rumgetestet. Die werde ich aber auf jeden Fall behalten. Ich mag die sehr. Also Color Stay Normal to Dry ist noch zu, benutze ich nicht, weil ich eher die hier nehme, die Combination Oily. Die würde ich auch behalten. Die hier würde ich weggeben. Oh, nochmal eine von denen. Aber in einer anderen Farbe. Okay, das ist einfach nur zum Mischen. Dann habe ich von Art Deco eine High Definition Foundation. Die ist ein bisschen dunkel für mich. Wow, Dior Skin Forever. Das ist auch wieder sowas. Ich habe die ein paar Mal benutzt und irgendwie hat sie mir nicht gefallen aus irgendeinem Grund, an den ich mich nicht mehr erinnern kann. Das packe ich auch mal auf den Stapel. BH Cosmetics Liquid Foundation. Ich glaube, die hat für mich nicht so gut funktioniert. Kann das sein? Die Trended Up auch nicht so. Die Age Perfect mochte ich tatsächlich gerne. Vielleicht liegt es einfach daran, dass ich alt werde. Revolution Foundation Stick werde ich wahrscheinlich nicht mögen, weil ich Foundation Sticks einfach nicht mag. Dann haben wir hier nochmal eine Drop Foundation. Ich werde sie nicht behalten.
jetzt geht's los hier. Double Wear Light Foundation. Die ist so alt, ich muss die wegschmeißen, da ist auch nicht mehr viel drin. Habe ich eine Zeit lang versucht zu benutzen, aber irgendwie letztendlich wollte meine Haut damit auch nicht so ganz viben, deswegen. Dann habe ich hier Insta Perfect Liquid Make-up. Ich mag einfach keine Liquid Make-up so gerne. Das ist viel zu dunkel für mich. Viel zu dunkel für mich. L'Oreal war auch nicht so ganz mein Favorit. Die hier muss auch nicht unbedingt sein gerade. Die habe ich auch schon aussortiert. Dior Skin Nude, die ist uralt. Da ist auch eigentlich fast nichts mehr drin. Die Naked Skin Foundation, die ist auch so gut wie leer. Ich habe nochmal eine unten, deswegen. Okay, ich habe von der Born This Way Foundation irgendwie 20 Millionen Farben und irgendwie kann ich sie alle irgendwie benutzen. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber es ist so, ich mische sie immer. Deswegen packe ich sie mal hier rein. Photo Focus Foundation von Wet n Wild. Ganz ehrlich, irgendwie auch nicht. Catrice HD Liquid Blablabla Foundation. Die hier ist viel zu dunkel. Aber die hier mochte ich sehr und ich habe die lange nicht mehr ausprobiert. Vielleicht sollte ich ihr nochmal eine Chance geben, bevor ich sie aussortiere. Also Stay Matte Not Flat, nein. Das ist irgendein Primer, den ich nicht benutze. Mal eine Drop Foundation. Nochmal Maybelline. Oh, das ist aber, glaube ich, komplett neu. SPF 50. Vielleicht probiere ich sie mal aus. Dann haben wir hier meine kleinen The Ordinary Foundations. Ich glaube, dass ich die sogar noch leer bekommen werde, weil einige davon sind relativ leer. Das heißt, die werde ich behalten. Sieht auch ganz süß aus, weil die einfach alle genau gleich aussehen und es einfach niedlich ist. Maybelline Superstay war auch leider nicht mein Fall. Ich weiß nicht, diese Maybelline und L'Oreal Foundations funktionieren zum Großteil irgendwie nicht so ganz bei mir. Finde ich echt schade. Ich habe hier noch die NARS Sheer Glow. Die ist aber so alt und gammelig und auch eigentlich fast leer, dass ich sie definitiv auch rausschmeißen werde. Daran erinnere ich mich. Das war eine Foundation, die habe ich getestet in einem Video von Benefit. Und die hat bei mir sehr, sehr gut ausgesehen. Ich glaube, ich möchte die mal wieder ausprobieren. Jetzt, wo ich so sehe, was ich habe, ist es gar nicht mehr ganz so viel. Die Anastasia Foundation sieht wunderschön auf meiner Haut aus. Zumindest die letzten Male, wo ich sie ausprobiert habe. Deswegen bleibt die auch bei mir. Wir haben hier einen Foundation Stick. Der ist noch neu. P2 Nude Blend mag ich eigentlich ganz gerne. Ist es nicht sogar raus aus der Drogerie? Ich glaube, ich werde die weggeben. Okay, was haben wir jetzt hier noch? Juvia's Place. Ja, möchte ich gerne nochmal ausprobieren. Dann habe ich hier Wet n Wild. Die kommt weg, wie gesagt. Make-up Forever will ich nochmal ausprobieren. Dior Skin Forever möchte ich nochmal ausprobieren. Und Luminous Silk will ich nochmal ausprobieren. Und das hier auch. Das sind so meine vier, die ich wahrscheinlich aussortieren werde, wenn meine Erfahrung so bleibt, wie ich sie hatte. Und das sind jetzt meine übrigen Foundations. Es sind immer noch zu viele. Aber es ist deutlich weniger. Zumindest für meine Verhältnisse, okay? Don't come for me. Ich habe hier noch eine Foundation. Die packe ich mir jetzt auch noch mit rein, weil das ist von By Terry. Und das klingt sehr vielversprechend. Das ist die Hyaluronic Hydra Foundation SPF 30. Der ist voll übrigens. Komplett voll. Ich kriege da nichts mehr rein. Die Concealer könnte ich vielleicht noch reinbekommen, weil die sind relativ klein. Nächste Kiste. Concealer. Baby. I hate myself. Und das Schlimme ist, ich benutze fast keine von diesen Concealern. Dann alle ab in die schwarze Kiste, komm. Wo fangen wir denn an? Oh, das ist ein Lidschatten. Die Can't Stop Won't Stop Concealer benutze ich nicht mehr. Irgendwie habe ich aufgehört, deswegen kommen sie jetzt weg. Das hier kommt da rein. Ich habe hier den ColourPop No Filter Concealer, der so ein bisschen demoliert aussieht, aber der ist komplett neu. Die Medium-Farbe, die ich wegen Raw Beauty Christie gekauft habe, die einfach deutlich zu dunkel ist. Oh, den muss ich auch mal schütteln wieder. Ich hoffe, dass den irgendjemand will. Vielleicht passt die Farbe ja für irgendjemanden von euch. Ultra Based Corrector Palette mit so Farben. Benutze ich nicht. Hier sind auch diese komischen Bobble drauf, wie bei den Maybelline Lippenstiften. Kann ich nicht verantworten, das irgendjemandem abzugeben. Ich habe hier ganz alte Concealer. Stay Natural von Essence. Wow, einfach so Super Stay. Die sind wirklich so alt, dass ich die nicht behalten kann. Radiant Creamy Concealer, uralt, ist auch komplett leer. So ein Cover Stick sogar noch. Alte Essence Concealer, noch ältere Essence Concealer. Noch mehr Sheer Nude Concealer, den mochte ich immer voll gerne, aber dann habe ich ihn irgendwie nicht mehr benutzt. Übrigens sind viele davon fast leer. Okay, wir kommen der Schwierigkeit jetzt schon näher. Hier haben wir einmal einen Love Concealer, den benutze ich nicht. Das ist nochmal ein alter. Ich habe hier meinen MAC Concealer. Um nichts in der Welt werde ich ihn abgeben. Noch einen Can't Stop Won't Stop Concealer, den ich nicht brauche, wobei der sehr hell ist. Könnte vielleicht tatsächlich interessant sein für Spooktober. Ich habe hier diesen
Helen von Urban Decay. Ich weiß gar nicht mehr genau, die haben uns erklärt, warum der weiß ist. Aber ich kann es mir nicht mehr erklären. Ich weiß es nämlich nicht mehr. Aber ein weißer Concealer ist für mich sehr gut, nämlich für Oktober. Ich habe hier nochmal den 20NN Concealer, aber leider ist meine Haut momentan so trocken, dass ich den gar nicht benutzen kann, weil der einfach relativ trocken ist. Deswegen werde ich den abgeben. Ich mochte den auch ganze Zeit lang ganz gerne, aber momentan geht es gar nicht. Und der ist sogar noch neu. Deswegen werde ich den verlosen. Wir kommen jetzt in die Bereiche, wo ich zum Teil auch keine großen Unterschiede merke zwischen den Concealern. Hier ist übrigens nochmal einer von denen. Warum habe ich denn 4 von denen? Ich habe hier einen, der ist noch relativ neu von Zoeva. Den werde ich behalten, weil ich den auch ausprobieren will, richtig. Radiance Reveal von Bourjois. Den möchte ich gerne auch nochmal ausprobieren. Born This Way. Der funktioniert für mich nicht so gut momentan, deswegen raus damit. Den würde ich gerne nochmal testen. Das ist der von Becca. Aqua Luminous Perfecting Concealer. Den habe ich wegen Desi Perkins gekauft. Ich habe hier einen zu dunklen Concealer. Milani Conceal and Perfect. Fand ich gar nicht so übel, glaube ich. Ich glaube, viele von denen, durch die muss ich mich einfach noch einmal durchtesten. Ich habe hier so einen Master Precision in Grün, den man eben benutzen kann, um was zu korrigieren. Das ist der einzige, den ich habe, auch in Gelb und in Rosa. Das sind die einzigen, die ich besitze, deswegen werde ich die behalten. Wenn es mal von solchen Paletten ausgeht, die ich ganz sicher nicht behalten möchte, weil ich sowas nicht mag. Morphe Concealer habe ich auch noch nicht getestet. Der ist weiß. Oktober is calling, würde ich sagen. Wahrscheinlich genauso ein Konzept wie der von Urban Decay, schätze ich jetzt einfach mal. Nochmal Can't Stop, Won't Stop. Oh mein Gott, der Manhattan Wake-Up Concealer. Ich mochte den so gerne. Das war so mein Ride-or-Die-Drogerie-Concealer für eine ganze Zeit lang, bis ich bemerkt habe, dass da kleine Glitzerpartikel drin hat. Hast du das nicht gleich bemerkt? Weil man das nicht sieht, das sieht man nur im Sonnenlicht. Uhu, hier sind so viele Concealer, bei denen ich nicht weiß, ob ich sie mag oder nicht. ColourPop No Filter Concealer ist fast leer, obwohl ich ihn nicht mochte. Voll viele schwören auf den, aber für mich ist der einfach nicht. Ich habe hier den Eraser von Maybelline. Der ist zu dunkel. Ich habe haufenweise Huda Beauty Concealer und die sind alle verschiedene Farben. Und ich mag den Concealer an sich gerne. Irgendwas zwischen diesen 5 Farben ist meine Farbe. Und das hier sind auf gar keinen Fall meine Farben, deswegen gebe ich die definitiv weg. Und die hier packe ich nochmal hier rein, weil ich mochte den eigentlich sehr gerne. Make-up Forever Ultra HD Concealer eher nicht. Ich habe hier noch einen Becca Corrector für unter die Augen. Habe ich 2-3 Mal ausprobiert und irgendwie nicht gemocht, weil es auch die falsche Farbe war. Ich möchte es gerne mal nochmal testen. Lock It von Kat Von D. Viel zu trocken für mich. Kylie Concealer mag ich gerne, ist fast leer. Revlon Colorstay, nicht so richtig überzeugend. Zoeva, das ist eine Farbe, die ich nicht brauche. Okay, weg damit. Was macht das hier drin? Ich habe hier jetzt noch Jouer, Nabla, Boeing von Benefit und Juvia's Place. Ehrlich gesagt sind die so ähnlich gefühlt, außer der Boeing Concealer ist ein bisschen weniger Deckkraft, aber die anderen, also die funktionieren alle eigentlich ganz gut. Deswegen würde ich die erstmal behalten und nochmal testen und dann entscheiden, was ich damit mache. Das sind alles nicht meine Favorites, aber ganz nice zu haben. Das hier übrigens ist mein absoluter Lieblingsconcealer für den Alltag. Das ist von Pretty Vulgar und ich schwöre euch, der ist fast komplett leer. Man sieht komplett durch. Ich habe den so oft benutzt und wenn ihr seht, wie viel ich habe hier, ist es wirklich bemerkenswert, wenn ich so weit komme bei einem Concealer, der mir neu war. Also ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber das ist wirklich bis ganz oben hin leer. Ich mag ihn so gerne, dass es mir unglaublich schwer fällt, ihn wegzuschmeißen, obwohl fast nichts mehr rauskommt. Also ich kratze das schon immer so am Rand. Ich werde mir aber ganz sneaky die Farbe abfotografieren. Sobald ich irgendwie mir einen neuen Concealer kaufen sollte für den Alltag, weil die meisten da drin, bis auf den Kylie Concealer, sind keine wirklichen Alltagsconcealer, die einfach zu benutzen sind, ganz schnell und einfach so mal nebenbei. Da werde ich mir wahrscheinlich den hier nochmal nachkaufen. Und der hat es echt, echt geschafft. Aber es ist soweit. Wir werden uns bald wiedersehen. Oh, holy shit. War das Ding nicht komplett voll? Fast. Also nicht komplett, aber schon weit. Damn. Locker über die Hälfte ist weg. Not bad. Also, damit kann man, glaube ich, arbeiten. Da habe ich eine relativ überschaubare Gruppe an Concealern, wo ich weiß, okay, das geht ab, das kann ich benutzen. Ich glaube, dieses Video sprengt alle Rahmen dieser Welt. Deswegen werde ich an dieser Stelle aufhören, weil wir müssen noch was essen und es ist wie viel Uhr? Ja, das ist fast 3. Wir haben noch die ganzen Augensachen, also Eyeliner und Eyeshadows und Glitzer und Augenbrauen und Highlighter vor allen Dingen und Mascara und Pinsel vor allen Dingen und Wimpern. Und natürlich die Lidschattenpaletten. Lidschattenpaletten kommen aber in einem extra Video. Die kommen ganz am Schluss. Ja, aber seht ihr den Karton hier rechts? Seht ihr den? Hey!
Der ist so groß wie ich eigentlich. Das Ding ist genauso groß wie alles andere zusammen. Und die Paletten, die hier oben drauf liegen, sind die, die nicht reingepasst haben. Aber ich glaube, an dieser Stelle müssen wir uns erstmal alle ein bisschen beruhigen und versuchen, dieses Ausmaß zu verstehen. Das hier ist sowieso jetzt komplett voll. Das heißt, das wird zugemacht. Vergesst nicht, dass ihr was gewinnen könnt von den Dingen, die ich hier aussortiert habe. Deswegen schreibt mir gerne einen Kommentar. Alle weiteren Bedingungen stehen in der Infobox. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mitmacht. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Da würde ich mich natürlich unglaublich drüber freuen. Wer meinen Kanal noch nicht abonniert hat und auch die anderen Teile sehen möchte von dieser unglaublich krassen Aussortierreihe, die jetzt alle nacheinander kommen, dann abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die kleine Glocke, um keine Uploads auf diesem Kanal zu verpassen. Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder, was in den nächsten Tagen online kommt. Wenn ihr nicht vorbeikommt, dann verpasst ihr die Chance, Make-up zu gewinnen. Ich würde mal sagen, wir sehen uns dann. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss.